Guten Tag, hier spricht euer Peter Gell und wir spielen jetzt das Halbfinale gegen die Schweden in der WM. Und wenn ihr wählt, könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ich für eine Karriere ich machen soll. Soll ich Spielerkarriere machen oder Trainerkarriere? Könnt ihr in die Kommentare dann mal schreiben? Und, oder was ihr dann wollt, was ich schon spielen soll. Würde mich sau interessieren, oder? Ah, gut, okay. Oh, das war nicht gut. Ah, ich jetzt da mal spielen ist weiter. Manche Dinger finde ich ein bisschen blöd im Spiel. Das Halbfinale in Schweden, Stadion Nieder. Jetzt die Nationalhymnen. Auf geht's Deutschland zum Finaleinzug, Leute. Wir brauchen den Finaleinzug. Hier werden die ganzen Aufstellungen gezeigt. Gute Aufstellung. 4-4-2. Jetzt natürlich die deutsche Nationalmannschaft will den Titel. Damit müssen sie ins Finale kommen, Leute. Im Finale. Wir haben das Team gefunden. Nach dem dritten Spiel war das Team gut. Kampfbereit und alles. So, jetzt. Natürlich wissen. Bitte Sascha. Leider ist Mittag jetzt nicht mehr im Team. Aber sie kann doch immer noch ins Spiel kommen. Wenn es knapp wird, wenn wir eine frische Partie brauchen, dann kommen die anderen rein. Aber zurzeit sind mir einfach, haben mir die Elfmann und die Kessler will Torschützekönig werden. Die Schweden haben Anstoß in dem Halbfinale Erstspiel. Schweden gegen Deutschland. Ah, Schweden tut gleich nur ein Passspiel, das Spiel breit machen, die Deutschen, aber die Deutschen. Ah, aus. Leider konnte man nicht angreifen, okay. Ah, die Schweden greifen, machen Seitenwechsel, schönes Seitenwechsel. Aber Alushi macht, jetzt gibt Alushi Gas. Sie rennt noch weiter, sie bleibt am Ball, sie will das Tor nicht. Oh Mann, das war knapp, Alter. Die Schweden haben Glück gehabt. Aber alles. Jetzt sind aber alle Deutsche wieder hin und müssen wieder nach hinten rennen, wie ne geil. Aber unsere Angerer halt jeden Ball. Oh Mann, das war wieder so ein... Das ist immer so was von knapp. Deutschland hat immer Pech. Wir hätten schon zwei Tore machen können. Schwede hat Glück gehabt eigentlich.
Boah, noch Anger halt den Ball wieder fest und somit haben wir jetzt Spannung. Freistoß oder so? Oh ja, ah gut. Aber ich bin nicht so einer da nur. Ich baue lieber auf und hinten wieder. Ah, Mann. Abstoß für die Schweden. Ich hoffe, dass man nächste FIFA 17 dann Endspiele kann. Ach, man, die Frauenfuß, Frauenfußballer, die Bundesliga von den Frauen spielen können. Wäre das wäre sau cool eigentlich. Wenn es geht, nicht nur die Nationalmannschaft, dann nicht nur die Frauenfußballmannschaften, sondern alle, dass man auch nur Bundesliga spielen könnte. Oh, das war zu weit. Weil das wäre cool eigentlich, wenn man das auch machen könnte. Ey, das war, ah man, die Schweden, ja, die Tore dahin ist nicht schlecht. Die ist von Schweden. Kessler muss ja noch ein Tor, glaube ich, schießen, man. Ah man, ich hätte Flanke, zu leichter Flankenball machen müssen. Aber die Deutschen spielen schon gutes Fußballspiel. Mal gucken, gegen wen man wer im Finale dann spielt, wenn wir es schaffen. Weil es ja, ist noch ein langer Weg zum Finale, aber oh man, das Spiel wird schön aufgebaut. Und yes! Oh man, wir haben wieder ein Tor geschossen und weiter geht's. Die Schwedinnen lichten hin, oh man. Mal gucken, wer das Tor geschossen hat oder nicht. Die Nummer 16 hat das Tor geschossen. Leupold, endlich hat sie auch mal ein Tor schießen dürfen. Und jetzt sieht es schon gut aus für die deutsche Nationalmannschaft. Abseits, gut, abseits. Anger, langer Ball nach vorne wieder. Schweden müssen aufpassen, richtig aufpassen. Das ist dann nur so, weil die Halbprofi, wir machen wahrscheinlich auf Profi dann, aber zum Eingruf wieder für neuen mache ich jetzt auf Halbprofi. Und dann werden wir vielleicht beim, ich weiß nicht, könnt ihr alles in die Kommentare schreiben, was ihr, wie ihr es haben wollt.
Oh, meine Schweden kommen wieder. Und weg erstmal die Pille, einfach mal weg die Pille essen. Ja, ich werde dann wahrscheinlich in die Karriere dann auf Profi hochstellen. Aber zum Einkauf und so habe ich gedacht, machen wir erstmal halb Profi und dann können wir. Halbzeit und jetzt kommen. Oh, die Brasilianer führen 2-0. Oh. Nein, tun wir noch nicht wechseln, aber kurz vor Schluss werden wir dann ein bisschen die wichtigsten Positionen wechseln. Dass wir dann fürs Finale und dann, wenn wir im Finale sind. Lautern kam einfach. Und Eckball für die Deutschen. War jetzt schon wieder, ja. Die Schweden wissen, sie brauchen einen Punkt. Also ich sage, dass man Unterschiede macht. Dann, dass sie hier zumindest noch eine Chance haben ins Finale. Aber ich spiele, glaube ich, auswärts besser als. Und laut der macht einfach ihr Tempo. Und weiter geht immer weiter. Die Schweden machen jetzt Druck, aber die Deutschen. Abseits. Oh man, die Deutschen tun noch nicht weg mitten. Die Deutschen wechseln und aber vermutlich werden die bald wechseln. Jetzt tun wir wohl ein paar Positionen wechseln. Lautern wird rausgenommen. Oh, mein linkes Mittelbäringer. Immer noch gut. Maruchan, die wird jetzt mal rausgenommen. Für Mittelfeldspieler. Und jetzt noch. Zum Mittag wechseln wir hier hin. Und Sascha gegen.
Oh Mann, das Spiel. Die Schweden wissen, jetzt wird's spannend. Das war nicht so gut. Die Schweden spielen in Ungarn. 10 Pass und 10 Pass. Ah, die Schweden kriegen den Ball noch in Richtung Tor. Und Dreierwechsel. Die Deutschen wechseln jetzt dreimal, um die drei Guten fürs Finale zu schonen. Fürs Finale zu schonen. Henning, ich habe einen. Leider ist Henning halt. Oh, Henning, eine Innenverteidiger. Jetzt alles ein, wie aber. Die wird aber im Zentrum. Oh, wenn die Mitte durchgestartet wäre, hätte man hier eine gute Torschuss wieder. Boah, man, die Schweden kämpfen, aber die Deutschen lassen Eckball. Oh Mann, das war Mittag hätten reinmachen müssen, dann wäre das Spiel entschieden. Aber alle hier. Das Spiel geht wirklich. Oh, das wird zu weit. Boah, das war spannend, gutes Spiel. Die Schweden, die kriegen doch noch eine kleine Minimum. Ah, Kessler wollte ein Tor schießen, das war cool. Noch 10 Minuten, noch 10 Minuten auf der Uhr. Dann ist die WM in, die WM Deutschland im Finale. Hier geht jetzt nur noch irgendwie durchzuhalten. Schweden muss jetzt noch alles gehen. Alter, 11 Meter, nein! Handspiel oder was das war? Nein, Alter. Nein, 11 Meter, oh Mann. Nee. Ja, und Sache Angerer halten Ball. Boah, Alter. Oh, jetzt geht die Tore dahin nach hinten vorne. Ah, Alter, das Spiel zieht nach Entscheidung. Deutschland holt sich den nächsten Sieg. Vier Minuten werden nachgeholt, oh Mann.
4 Minuten werden nachgespielt. Die Schweden wissen, die Schweden sind müde. Hier geht alles noch. Hier wird nur noch gehofft, dass alle der Elfmeter, wenn die den Nein gemacht hat. Ja! Deutschland ist im WM-Finale! Boah, war das spannende Spiel. Jetzt hoffen wir nur, gegen wen wir spielen müssen. Im Finale, Leute. Gegen die Brasilianer müssen wir spielen. Okay. Oh Mann, die Brasilianer und die Franzosen aber abgeräumt. Oh, das wird heftig. Ja, heftig. Aber nicht schön. Aber Leute, das Finale sieht ihr natürlich erst in der nächsten Folge. Somit sagt euer Pedagang. Bis dann und Peachy.